Hallo alle miteinander. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und euch für diesen besonderen Film entschieden habt. Ja, wo bin ich heute? Ich bin heute in Nordkorea, einem Land, welches sehr abgeschottet ist. Und in diesem Land spielt auch unsere heutige Geschichte. Über Nordkorea kann und mag man geteilter Meinung sein hier in Europa. Aber Fakt ist, eine Geschichte, eine Tierfabel aus diesem Land zu bekommen, ist schon etwas ganz Besonderes, weil das eigentlich gar nicht möglich ist. Deswegen jetzt viel Spaß bei dieser besonderen Geschichte, das faule Schwein. Es war einmal, und das ist schon viele Jahre her, ein kleiner Bauernhof in Nordkorea. Dort lebten allerlei Tiere, unter anderem auch das Schwein, was immer sehr gut aufgelegt war und sehr oft und gerne am Lachen, denn alle Tiere bekamen zu fressen, alle Tiere hatten ein Dach über dem Kopf, es fehlte ihnen dank dem guten Bauern nichts. Aber alle Tiere mussten für ihr Futter und ihre Bleibe arbeiten, außer das Schwein. Eines Tages ging der Kater am Haus des Bauern vorbei und lauschte. Der Bauer redete gerade mit sich selbst. Er hatte in etwa einer Woche Geburtstag und redete davon, dass eines der Tiere auf dem Hof an seinem Geburtstag die Ehre bekommen würde, ins Haus kommen zu dürfen. Das war etwas ganz Besonderes, da die Tiere so etwas eigentlich gar nicht durften. Wer sollte denn nun dieses besondere Tier sein? Wer hatte diese Belohnung verdient? Schnell eilte der Kater zu den anderen Tieren, um davon zu berichten. Drüben auf einer großen Wiese, die zum Bauernhof gehörte, waren der Ochse, das Pferd, der Hund und der Hahn, wie auch das Schwein. Dann kam auch schon der Kater an und war ganz außer Atem. Er berichtete den Tieren, was er gehört hatte. Die Tiere waren ganz begeistert und konnten es kaum glauben. Zum Geburtstag des Bauern dürfe eines der Tiere zu ihm ins Haus. Aber welches Tier bloß? Das Pferd meinte, das bin ich ja wohl, denn schließlich habe ich den Bauern schon oft auf mir reiten lassen. Jedes Mal bei Wind und Wetter, wenn er mich brauchte, war ich für ihn da. Sicherlich werde ich es sein dürfen. Dann dachte aber der Ochse, nein, nicht du Pferd, sondern ich. Denn ich habe mit meiner Kraft immer den Pflug gezogen und habe dem Bauern sehr viel bei der Arbeit geholfen.
Ich werde bestimmt das Tier sein, was am Geburtstag des Bauern bei ihm im Hause sein darf. Garantiert. Und so ging es weiter. Der Kater dachte ähnlich. Wenn, dann bin ich es. Denn ich habe die Mäuse vom Hof vertrieben. Sicherlich will sich der Bauer bei mir für diese tolle Arbeit bedanken. Nein, nein, sagte der Hund. Die Ehre gehört ganz mir. Denn ich habe nachts immer aufgepasst, wenn ein Fuchs sich dem Hof genähert hat, um eines der Hühner zu stehlen, um sie fressen zu können. Jedes Mal habe ich den Fuchs verscheucht oder zumindest so laut gebellt, dass der Bauer wach wurde und auf ihn schießen konnte, sodass den Hühnern nichts geschah. Ich werde bestimmt das besondere Tier sein. Aber genauso dachte auch der Gockel. Wenn ein Tier schon am Geburtstag ins Bauernhaus darf, dann ich. Der stolze Hahn, der kräftige Gockel. Denn ich habe mich immer gut um die Hühner gekümmert, habe geschaut, dass sie alles haben, was sie brauchen. Und das Wichtigste, ich habe immer darauf geachtet, dass der Bauer frische Eier von den Hühnern bekam. Wenn ein Tier ins Bauernhaus darf, dann ja wohl ich. Die Tiere waren sich also uneinig. Dann sagte das Schwein aber, nein, wenn, dann werde ich das glückliche Tier sein, denn ich habe immer alles vom Bauern bekommen, ohne arbeiten zu müssen. Und da kam dann auch schon der Bauer. Hallo meine lieben Tiere, wie ihr wisst, habe ich ja in gut einer Woche Geburtstag und da soll ein Tier zu mir ins Bauernhaus dürfen. Und dieses glückliche Tier wird das Schwein sein. Schwein, du sollst in den kommenden Tagen nur das beste Futter bekommen und dir soll es an nichts fehlen. Erst freute sich das Schwein und war das glücklichste Tier auf dem Hof. Doch als es so darüber nachdachte, fing es an zu weinen, denn es begriff, dass es nur zum Bauern durfte, dann es geschlachtet werden sollte. Als besonderes Geburtstagsmahl. Denn mehr war mit dem faulen Schwein nicht anzufangen.